Hallo Klagenfurt, hallo Klagenfurt zur 19. Montagsharmonie. Man muss gleich am Anfang dazu sagen, diese Montagsharmonie wird auch oft Montagsthema genannt, hat den Ursprung in Berlin und es findet zurzeit in 120 Städten heute statt, dieses Event. Also hallo Österreich, hallo Deutschland, hallo Schweiz, hallo Europa, hallo die ganze Welt. Gewaltig, was hier passiert. Kurz für alle, die was neu sind, Montagsharmonie, es ist keine Demonstration gegen irgendetwas, sondern für etwas und das ist der Friede. Wir stehen hier für Friede, Gerechtigkeit und so weiter. Ich war letzte Woche nicht hier und habe mir das Ganze angesehen, dann auf montagsharmonie.net, da kann man das alles dann ansehen. Und dem habe ich gedacht, gewaltig, was hier immer passiert, gewaltig, da sind wieder neue Menschen da gestanden, haben etwas gesagt. Bei uns ist das so, da kann jeder herstellen und sagen, was er sich denkt zu einem bestimmten Thema. Und da wertet man keinen, sondern man horcht einfach zu. Das ist das Wichtigste wieder, dass man einfach mal zuhorcht, einfach mal andere Stimmen zuhorcht und sich nicht denkt, das ist ein Blödsinn. Und dann mal schaut, wie wirkt das bei einem selber und da hat man dann die Gegenstimme und dann kann man selber nochmal nachforschen, wie es wirklich ist. Danke nochmal an alle, die was das letzte Mal neu waren und da gestanden sind, was gesagt haben. Echt super, wir Freude gehabt. Und noch was ist mir aufgefallen, die Montagsharmonie Klagenfurt hat sogar ein Interview mit Andreas Bob gemacht. Das ist echt einmal Applaus wert, das kriegt nicht jeder. Ich habe so heute aufs Datum geschaut, 22. September, morgen ist Herbstbeginn, da habe ich mir gedacht, so Herbst mag ich eigentlich überhaupt nicht, Winter auch nicht, aber da ist mir was gekommen, ich habe mir gedacht, stellt euch vor, ihr habt einen Garten daheim und der Garten ist so die ganze Welt und im Garten steht ein Baum drinnen, ein Laubbaum und es ist Herbst. Und von den Laubbaum ist den ganzen Sommer und im Frühling ist was ausgegangen. Massive Strahlung, eben natürlich mein Haus oben auf dem Garten, massive Mobilfunkstrahlung und der Baum hat alles vergiftet. Rundum im Garten ist nichts mehr gewachsen, ihr müsst die Sachen essen, was vergiftet sind. Und er hat auch noch Sachen in die Luft aufgestrahlt, die was dann runtergekommen sind. Und von den Baum sind sogar noch Wellen ausgegangen, die was wir eingeredet haben. Man kann nichts dagegen tun, du bist eh schlecht. Du bist schier, du kannst nichts, du bist einfach kriminell, wenn du was dagegen machst. Und der Baum hat ganz viele Blätter gehabt, ganz viele dicke Blätter. Und dann bin ich einmal so schauen gegangen zum Baum zu und habe auf jeden Blattlein oben gesehen, bei einem ist oben gestanden, bei einem Blattlein kleine Zeitung, bei einem anderen ist oben gestanden Krone Zeitung, bei einem anderen ist ORF oben gestanden. Und ich habe immer noch gedacht, da kann ich nichts dagegen tun. Aber dann ist Herbst geworden, so wie jetzt sind. Und was passiert im Herbst mit einem Laubbaum? Genau, die Blätter fallen runter. Und so ist auf einmal alles runtergeflogen. Die ganzen Lügen, was uns durch den Mainstream eingeredet werden, über den ORF, über die Krone-Zeitung, über die kleine Zeitung. Und der Baum hat immer mehr sein wahres Gesicht gezeigt. Und dann ist drunter einfach ein Gerüst da gestanden. Nur auch so ein Baumstumpf mit 4, 5 Äst außer. Und dann haben wir gedacht, so, was mache ich jetzt mit dem Baum? Jetzt ist alles runtergeflogen. Jetzt ist mal klar geworden, was da dahinter ist. Wer der Baum wirklich ist. Und das muss man denken, ich habe gesagt am Anfang, im Garten ein Baum, ein Laubbaum, da ist ganz viel Negatives ausgegangen. Und ich habe mir immer gedacht, ich kann nichts dagegen tun. Und dann habe ich meine ganze Familie zusammengeholt und dann haben wir den Baum einfach umgeschnitten, entwurzelt auch noch. Und dann hat sich alles wieder regeneriert, der ganze Garten. Und ich glaube, das ist es, was jetzt dran ist. Es ist Herbst, die ganzen Lügen von der ganzen Welt, von dem Weltlaubbaum fallen runter und wir erkennen ein Gerüst. Und das Gerüst, das besteht nur aus ein paar Familien, die was glauben, sie können alles machen mit uns, was sie sich denken. Und wir müssen wir einfach erkennen, wir sind eine große Familie weltweit, die was das nicht wollen, die was die Familie, sage jetzt nicht umschneiden, sondern einfach ganz gerecht sorgen für die Sachen, was sie gemacht haben, können sie einfach mal eingesperrt, so wie sie es mit uns gemacht haben, die was für Wahrheit aufgestanden sind. Und dann wird sich die Welt wieder erholen von den ganzen Negativen und der Friede wird da sein. Genau. Super. So, darf ich noch kurz dazu sagen, jeder hat natürlich selbst die Verantwortung für alles, was er da sagt. Jeder ist herzlich eingeladen, etwas zu sagen. Und am besten, das kommt zu mir, jeder, der was sagen will. Und dann, ja, einfach freue mich schon auf alles, was wir hören. Prüft selber noch, wir haben da am Büchertisch, schaut die Sachen an, es ist ganz wichtig, dass man nicht wie ein unmündiger Mensch umherläuft in der Weltgeschichte und sich nicht auskennt. Danke. Genau.
Was ganz wichtig ist natürlich, das sage ich immer wieder dazu, wir sind nicht politisch, wir sind nicht religiös, wir sind einfach Menschen, die da stehen, die was einfach da stehen, wir verdienen da gar nichts, ich kriege da nie was, ich stehe immer jede Woche da und das taugt mir voll und das ist sowieso nochmal ein Applaus wert, dass Menschen da stehen, ohne dass sie was verdienen und das weltweit in 120 Städten für den Frieden da stehen und das ist wirklich echt nochmal Applaus wert. Hallo Klagenfurt! Wir sind heute zum wievielten Mal? 19. Mal hier. 19 Wochen, 19 Montage. Syrien, da geht die Post ab. Palästina, da geht die Post ab. Wo seid ihr? Ich komme vor wie in ein Dorf. Leute, wo seid ihr? Wo ist Klagenfurt? Ihr zum Beispiel, nur sitzen. Kommt doch her, wir stehen für Frieden ein. Wo seid ihr? Wo ist Klagenfurt? Die ganzen Leute, die da spazieren gehen, wo seid ihr? Wir sind Woche für Woche 20 Leute hier und keiner bemüht sich hierher. Wo ist eure Solidarität? Wo ist die? Komm, steht's auf, geht's aus den Häusern raus. Wo seid ihr? Schaut euch um. Es ist Krieg, das Geldsystem ist vollkommen obsolet. Die Gerichte haben keine Macht, der Staat ist vollkommen irrelevant geworden. Er straft nur mehr mit der Polizei und dergleichen. Wir haben eine vollkommen absurde Welt geschaffen. Wo sind wir? Da frage ich mich. Ja, stimmt, ich bin wütend. Seit ein paar Wochen stehen wir hier. Und es bequemt sich niemand aus dem Sessel raus und kommt zu uns. Ich verstehe es nicht. Ukraine, keine 2000 Kilometer entfernt. Da braucht sich nur mehr eine Rakete verfliegen. Und die ist da. Was machen wir dann? Was ist dann, wenn die ersten Häuser kaputt sind? Wir den Krieg vor Ort haben. Und den haben wir jetzt in Europa. Wie weit soll es noch gehen? Da frage ich mich. Was muss noch passieren? Ja, nichtsdestotrotz, mein Name ist Roman 2.0 und es ist eine Utopie zu glauben, es geht weiter wie bisher. Letzte Woche, danke an Alex, hat er einen Trailer vorgespielt, den ich gemacht habe für die Messe in Klagenfurt, die Herbstmesse, und hat damit ein Auftriebskraftwerk vorgestellt. Und wir waren diese Woche fast jeden Tag auf der Messe und haben dort freie Energie vorgestellt. Es gibt es, diese sogenannte freie Energie. Und ich habe auch diesmal für euch etwas mitgebracht, einen weiteren Trailer, der erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, wir können es anschmeißen. Es ist wahnsinnig interessant, es ist noch nicht einmal online. Und ich werde es, sobald ich nach Hause komme, das Ganze online stellen. Schaut es euch an, teilt es, bis der Computer kracht, damit wir dieses Auftriebskraftwerk in die Bevölkerung bekommen. Weil jedes Kraftwerk zählt, was steht. Weil wenn ihr das zum Beispiel aufbaut oder euer Nachbar, das verkauft sich von selbst. Ich habe letzte Woche mit meinem Bürgermeister gesprochen und der ist total offen dafür. Warten wir ein bisschen.
Ich habe letzte Woche mit meinem Bürgermeister gesprochen und der ist total offen dafür. Und ich habe ihm das eine Stunde lang präsentiert und vorgestellt und der war auch auf der Messe. Er hat nicht gefragt, wie das funktioniert. Er hat nicht gefragt, naja, mathematisch geht ja das eigentlich gar nicht. Wisst ihr, was er mich gefragt hat? Wann und wo kann ich es bestellen? Und man kann es kaufen und bestellen. Und bis 30.09. haben wir die erstmalige Chance dazu. 12.000 Euro und man kann es sofort beziehen. Es wird einem geholfen, das zusammenzubauen und man hat 5.000 Watt pro Stunde ohne Ressourcenverbrauch, ohne Emission. Okay. Ist das griechische Wort für Mutter Erde. Mutter Erde ist unser aller großartiger Ursprung. Die Gesellschaft für autarke Energie, technische Innovationen und Altruismus, kurz Gaia, ist ein Verein, wo sich verantwortungsbewusste Mitmenschen Gedanken um unsere Zukunft machen. Mehr als das, Lösungen nehmen hier Formen an. Energie ist ein kraftvoller Teil unseres Lebens und führt zur Eigenverantwortlichkeit jedes Menschen. Gemeinsam mit den heutigen Energieversorgern eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen, das ist das Ziel. Ein Auftriebskraftwerk kann und soll dafür sorgen, dass Energiegeräte geschaffen werden, von denen Menschen dauerhaft und kostenlos mit Strom und Wärme versorgt werden. Roberto, welches Highlight kannst du uns heuer auf dem Stand vom Verein Gaia hier auf dieser Herbstmesse präsentieren? Wir sind zum zweiten Mal auf der Herbstmesse in Klagenfurt und hatten letztes Jahr das Glück, eine vollautomatische Wasserstoffzelle auszustellen, mit der wir noch dieses Jahr in den Heizbetrieb gehen werden. Und dieses Jahr ist unser Highlight das Auftriebskraftwerk der Firma Roche, welches in Kooperation mit uns hier ein Funktionsmuster hergebracht hat und wir dieses öffentlich auf der Messe für einen jeden Interessenten ausstellen und präsentieren dürfen. Dieses Auftriebskraftwerk produziert in der fertigen Größe 5000 Watt grundlastfähige Leistung, ist also hervorragend geeignet, jeden Hausbesitzer oder Unternehmer mit Energie zu versorgen, entweder im Inselbetrieb oder zur Unterstützung oder auch als Notstromaggregat. Von wie viel Leistung sprechen wir bei eurem Vorführmodell? Wir reden bei diesem Modell bereits von ca. 300 Watt elektrischer Energie, die aus dem Generator benutzt werden können oder abgegriffen werden können. Wir reden bei dem Modell, was für Gaia angeboten wird oder Gaia in Workshops baut, von 5000 Watt grundlastfähiger Energie. Das bedeutet, auf einer Phase Wechselstrom 230 Volt haushaltsüblicher Strom, der aus der Steckdose kommt, mit 5000 Watt, also 5 kW Anschlusswert. Der kann dann für verschiedene Zwecke hergenommen werden, meinetwegen in einem Pufferspeicher eingeleitet werden mit einer Elektropatrone oder es besteht die Möglichkeit, ihn auch ins Hausnetz einzuspeisen über einen Dreiphasenwechselrichter, ein handelsübliches Bauteil. Und wie könnte so ein Anschluss bei einem Hausbesitzer aussehen? Der Anschluss dieses Auftriebskraftwerkes ist in sich sehr einfach. Es ist eine Röhre, die 5 Meter hoch mit 50 cm Durchmesser im Außen- oder auch im Innenbereich aufgestellt werden kann. Das ist ein pulverbeschichtetes Stahlrohr. Es ist ziemlich wetterunempfindlich von draußen und kann durch geeignete Frostschutzmaßnahmen eben auch im Außenbereich im Winter stehen bleiben. Wir haben hier die Möglichkeit, den Kompressor nahe beim Kraftwerk oder bei diesem Rohr zu befestigen, damit das entweder im Hausinneren nur durch eine kleine Wanddurchführung gemacht werden kann, wo dann wiederum die Elektrizität auch zurückgeführt wird, oder aber gleich im Nebenbereich dieses Rohres angebracht wird, im Außenbereich, wenn es abisoliert werden soll mit einem Kasten oder einer ähnlichen Abdeckung, so dass es vielleicht auch zur Optik des Hauses gut passt. Auch Überlegungen, so etwas an einen Kaminschacht zu geben, der eventuell für sowas vorbereitet wird im Neubau, sind absolut denkbar. Geräuschbelastungen entstehen so gut wie keine.
Es ist aus jetziger Sicht nur der Kompressor, das Geräusch verursachende Bauteil. Alles andere ist sehr, sehr leise. Ein ganz leises Blubbern wird dem Kraftwerk entnommen, aber das ist eher beruhigend als laut zu empfinden. Muss man noch andere Rohstoffe für die Energiegewinnung zuführen? Das ist eine gute Frage. Rohstoffe sind in der Art und Weise zuzuführen, dass ein wenig elektrische Energie benötigt wird, wenn das System erstmals in Betrieb genommen wird. Bedeutet, ich muss, um das System zu starten, einmal die gesamte Höhe dieses Auftriebskraftwerkes mit Luft füllen. Und wenn das geschehen ist, dann beginnt es aus sich selbst herauszulaufen. Das ist ein elektrischer Eintrag, den ich bringen muss, entweder aus einer Batterie oder aus dem Netzbetrieb. Danach kann man dieses dann abschalten, beziehungsweise so wie wir das auch beim Funktionsmuster hier machen, wir trennen die Batterie vom System, das Ganze läuft nur noch autark und trägt sich in sich selber. Fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Gas gehören zum Betrieb so eines Kraftwerkes vollständig der Vergangenheit an. Das empfinden wir als einen großen Fortschritt in Richtung Unabhängigkeit und ist eines der Vereinsziele, die wir schon seit 3 Jahren, übermorgen werden wir 3 Jahre als Verein Gaia, definiert haben. Und wir sind stolz drauf, in Kooperation mit Roche so ein System jetzt am Markt für Endkunden und Unternehmer etablieren zu dürfen. Wie war der erste Messetag? Was ist dein Eindruck? Es war heute ein sehr aufregender Messetag. Wir hatten geschätzt sicherlich 100 bis 150 Besucher am Stand, der nicht sehr groß ist, 3x3 Meter. Das Auftriebskraftwerk füllt diesen ziemlich aus, aber wir hatten sehr, sehr viele interessante Gespräche. Es waren Enthusiasten da, die einerseits wirtschaftlichen Hintergrund oder auch technischen Hintergrund für sich gesehen haben. Es waren Menschen da, die sind sogar von Oslo, von Norwegen angereist, weil sie dieses Konzept sehr gut verstehen und auch lokal bei sich vermarkten möchten. Wir hatten Quantenphysiker am Stand, die das Prinzip durchleuchten und verstehen. Wir haben ganz normale Anwender am Stand gehabt, die einfach begeistert waren und bei unseren Vorführungen die Augen aufgerissen haben nach dem Motto: Wo bin ich jetzt hier? Bin ich da wirklich bei einem historischen Moment dabei oder fühlt sich das für mich nur so an? Wir waren mit Menschen hier am Stand, die sich nicht im Klaren darüber waren, was sie hier gerade sehen, welchen Moment sie hier gerade miterleben. Ich gebe zu, auch für mich ist es immer wieder ein Gänsehautfeeling zu sehen, was in den Menschen vorgeht und wie jeder darauf reagiert. Das ist komplett verschieden. Welche Kosten fallen für mich an, wenn ich jetzt so ein Auftriebskraftwerk haben will? Okay, es ist so, dass wir bei Anmeldung zu diesem Workshop einen Kostenbeitrag, eine Anzahlung von 2.000 Euro plus Mehrwertsteuer benötigen. Das sind jetzt 2.400 Euro. Wir müssen diese 400 Euro auch ans Finanzamt zeitnah abführen. Und das vor der Lieferung, welche wiederum ca. 10 Wochen nach Anmeldeschluss avisiert ist, die Restzahlung fällig wird. Und zwar die Restzahlung auf eine Höhe von ca. 12.000 Euro netto. Wir haben momentan noch eine Schwankungsbreite von 5% für den Preis, weil diverse Komponenten und konstruktive Details noch nicht hundertprozentig abgeklärt sind. Wir wünschen uns, dass wir es zu dem Preis auch final anbieten können oder vielleicht sogar etwas günstiger schaffen. Was auf den Preis noch dazu kommt, sind die Transportkosten ab der Stelle, wo diese produziert werden, das ist im Raum Köln-Bonn. Je nachdem, wo derjenige, der den Bausatz geliefert bekommt, eben sitzt. Vielleicht ist es im Ruhrgebiet, vielleicht ist es im Norden von Deutschland, vielleicht ist es aber auch in Südtirol. Da sind dann individuelle Frachtkosten nochmal zu tragen, wo wir uns allerdings bemühen, über ein Volume Agreement bei einem Frechter dort einen guten Preis 1:1 durchzugeben. Wie kann man sich das Aufstellen so eines Kraftwerks vorstellen? Der Verein Gaia wurde gegründet, um Menschen zu einer gewissen Eigeninitiative mit anzuregen, um einen Aktivismus groß werden zu lassen. Deswegen ist das Konzept, wie wir diese Bausätze zusammensetzen, ein Workshop-Konzept. Bedeutet, wir ziehen wie mit einem Zirkel einen Kreis um eine bestimmte Region und ziehen diese 10 oder 12 Menschen zusammen, damit sie sich an einer Stelle treffen, wo eben diese Bausätze schon angeliefert worden sind. Die kommen immer dahin, wo sie aufgestellt werden. Und bei einem trifft man sich in dieser Gruppe und baut dort gemeinsam unter unserer Anleitung das erste Kraftwerk auf. Die anderen partizipieren von dem Nutzen, das gemeinschaftlich mit allen anderen aufzubauen, praktisch diese Hilfe zur Selbsthilfe zu spüren und diesbezüglich auch noch kostensparsam unterwegs zu sein.
Sollte es nicht möglich sein, für jemanden so ein Kraftwerk aufzubauen, weil er sagt, ich bin entweder technisch total unbegabt oder ich brauche einfach Hilfe dabei, dann finden wir auch für solche Fälle eine Lösung. Wir haben ganz viel Feedback von Unternehmern, die sagen, wir sind enthusiastisch und dabei, wir wollen hier unbedingt mitgestalten und helfen auch gern lokal beim Errichten dieser Kraftwerke. Kann man das 5 Kilowatt Auftriebskraftwerk bei euch beziehen? Wir haben eine Internetseite eingerichtet, www.gaiaenergy.org, und dann Es ist soweit, mach dich energieautark. Diese Seite ist ganz leicht im Google zu finden mittlerweile schon. Auf dieser Seite befinden sich alle Informationen zum Projekt, immer mit aktuellem Stand, als auch die Anmeldeunterlagen zum Download. Wir würden uns freuen, diese dann über die Infoadresse vom Verein zugesendet zu erhalten. Und aus jetziger Sicht ist der Anmeldeschluss mit dem 30. September. Bedeutet, wer mitmachen möchte bis zum 30. September, schaut auf die Internetseite und ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen und diese Idee mit in die Gesellschaft zu etablieren. Was passiert dann nach Annahmeschluss? Gibt es dann keine Auftriebskraftwerke mehr? Nein, natürlich nicht. Es ist so, dass dieser Anmeldeschluss jetzt einmal für eine Initialbestellung formuliert worden ist. Das ist ein Agreement zwischen Roche und Gaia. Und in weiterer Folge ist geplant, nachdem diese 500 Kraftwerke als Initialbestellung platziert und aufgebaut sind, das dann in 100er Losen weiterhin zu fertigen und einen dauerhaften Zugang für jeden zur freien Energie zur Verfügung zu stellen. Jetzt braucht es vielleicht noch ein bisschen Pioniergeist, weil nur das Funktionsmuster zu sehen ist. Doch auf der anderen Seite ist der dauerhafte Bezug zur freien Energie gewährleistet und es ist nicht so, dass wir hier nur eine einmalige Gelegenheit bieten. Es ist sicher eine einmalige Gelegenheit, bei diesem Projekt von Anbeginn mit dabei zu sein. Aber der Bezug dieses Kraftwerkes soll dauerhaft vonstatten gehen. Okay, da bleibt mir nur Danke zu sagen an die Gemeinschaft von Gaia für diese sensationelle freie Energiemöglichkeit. Wir wünschen euch viel Erfolg auf den kommenden Etappen. Danke für die Möglichkeit, das in die Öffentlichkeit tragen zu dürfen. Wir sind angetreten, zu einer Veränderung beizutragen. Der Verein Gaia steht für Verantwortung in 4 Bereichen. Der Bereich Energie und Technologie ist unsere Vision, durch eine nach der Anschaffung kostenlose Technologie ständig Energie zur Verfügung zu haben. Diesen Anspruch sehen wir mit dem Auftriebskraftwerk des Unternehmens Roche gedeckt und würden uns freuen, wenn diese Technologie gemeinsam mit euch und uns abgewickelt werden kann und wir das in den Markt tragen dürfen. Also wir leben in einer fantastischen Welt. Nur die Welt ist derzeit echt aus den Fugen geraten. Der Alex hat letzte Woche den Messetrailer präsentiert. Und zu meiner großen Überraschung, und das war echt toll, innerhalb von nicht mal 7 Tagen 10.000 Klicks. Nur die 10.000 Klicks sind viel zu wenig. Wir müssen das... Auch wenn ihr das Geld nicht für das Auftriebskraftwerk habt, teilt es, schreibt es, postet es, schickt es euren Freunden weiter, was auch immer. Das muss in die Welt raus. Nur so, laut meiner Ansicht und meiner Meinung, können wir endlich Atomkraftwerke abschalten. Wir produzieren pausenlos Millionen von Tonnen an Müll. Die Kraftwerke, die müssen 10 Jahre lang abgeschaltet werden. Und selbst da, die Demontage dauert auch wieder 5 Jahre lang. Und wenn so ein Kraftwerk abgebaut ist, glaubst du, das können wir auf die nächste Müllhalde transportieren? Nein, auch nicht. In der Donau schwimmen Plastikteile herum. In den Schulen wird nur mehr indoktriniert. Ich habe meine 3 Kinder rausgeholt aus den Schulen. Ich baue selber an. Ich lebe Alternativen. Warum können wir das nicht? Ja, ich bin wütend. 19 Mal hier, 19 Mal die gleichen Gesichter. Nicht böse sein, es ist wunderbar, es ist super. Nur warum sind wir nicht zu 10.000 hier und schaffen gemeinsam eine neue Welt? Warum? Also, bitte kommt das nächste Mal und seid mit uns hier.
und gestalten wir gemeinsam eine neue Welt. Ja, noch eines, was ich vergessen habe. Ich war vorige Woche mit dem Bürgermeister und mit dem Auftriebskraftwerk. Es geht weiter. Das Top-Info-Forum, das letztes Mal in Gleisdorf stattgefunden hat und jetzt in Stuttgart stattfindet am 25. Oktober. Ich habe mich bemüht, das Auftriebskraftwerk dorthin zu bekommen. Ob wir es bekommen, weiß ich noch nicht. Das hängt jetzt von der Antwort von der Firma ab. Und vom Bürgermeister in St. Georgen habe ich den Auftrag bekommen, mich für die Bürgerversammlung einzusetzen und diese zu organisieren. Und auch dort, wir werden, wenn alles gut geht, das Auftriebskraftwerk zum zweiten Mal nach Kärnten bekommen, nach St. Georgen. Wer sich dafür interessiert, wird dann so Ende Jänner, Februar, werde ich das planen. Und wer kommen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Danke euch. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich möchte eben auch zu dem Stellung beziehen, dass ich glaube, es kommt nicht auf die Quantität der Leute an, die da sind, sondern auf die Qualität. Das heißt, auf die Herzenseinstellung, warum einer da ist. Und ich glaube, das erzeugt dann auch eine Kraft, dass Menschen wirklich daher gezogen werden. Wir brauchen sie, glaube ich, nicht irgendwie aufpeitschen, sondern wirklich, wenn wir mit Herz da sind, dann werden die anderen Menschen gezogen, weil sie spüren, wir sind deswegen da, nicht um uns wichtig zu machen, sondern deswegen, weil wir wirklich was bewegen wollen. Und ich bin davon überzeugt, nur bewegte Menschen, die im Herzen bewegt sind, können auch was bewegen. Das ist meine persönliche Meinung, eben auch ein bisschen zu dem Vorredner angeknüpft. Was ich noch ganz am Herzen habe, was ich noch sagen möchte, ich möchte einfach sagen, die Menschheit als Organismus, die ist einfach unser Schicksal. Wir sind auf einem Planeten und wir sind miteinander verbunden, mehr als uns eigentlich, ich sag mal so, recht ist. Oder mehr als wir glauben oder mehr als wir überhaupt mögen. Das heißt, wenn wir wirklich auf das ausgelegt sind, dass wir miteinander verbunden sind und nicht getrennt voneinander sind, dann wird sich ja was bewegen da unten. Das heißt, wenn ich mein Leben darauf ausrichte, dass ich dem einen anderen wirklich hochhebe und was Gutes tue und wirklich von Herzen das mache, damit es dem anderen gut geht und dass ich wirklich in meinem Umfeld lebe, dann wird sich ja was bewegen. Und ich bin davon überzeugt, von uns aus geht Frieden aus und der wird die ganze Welt erreichen. Weil Friede, Freude und Gerechtigkeit, nach dem sehnt sich jeder Mensch. Und wenn wir es wirklich leben, wirklich in die Praxis bringen, jetzt auch da bei dieser Montagsdemo und da wenn wir nach Hause gehen und in unserem ganzen Leben, ich glaube, dann wird sich wirklich was bewegen. Und das ist mein Herzensanliegen. Wir sind ein Organismus, die Menschheit ist miteinander verbunden und wir können uns nicht davonlaufen, wir können nicht voreinander davonlaufen. Wir sind uns gegenseitig ausgeliefert, nennen wir es einmal so. Und ich kann nur bitten, gehen wir aufeinander zu mit Herz, mit Freude, mit Friede. Und ich glaube, es wird sich da herunten wirklich was bewegen. Natürlich, es gehört angesprochen, was da für Ungerechtigkeiten laufen. Das ist vollkommen richtig. Aber siegen wird im Endeffekt die Liebe zueinander, das Herz zueinander und dass wir uns gegenseitig wirklich hochheben. Das wird letztendlich auch den Sieg in Herrlichkeit ergeben. Das wollte ich einfach sagen. Ja, als ich noch ein kleiner Junge war, sagte eines Tages meine Mutter zu mir, ich sollte nicht auf die heiße Herdplatte hingreifen. Natürlich hatte ich damals auf die heiße Platte hingegriffen und meine Hände waren in kurzer Zeit gegrillt. Und ich weiß noch ganz genau, was ich für einen Tanz aufgeführt hatte vor lauter Schmerzen. Es war sehr, sehr schmerzlich und ich weinte, obwohl damals die Buben ja nicht weinen durften. Anstatt eines Mitleids seitens meiner Mutter bekam ich sogar eine derbe Rüge. Die Mutter sagte mir, wie dumm ich sei, weil sie mir schon öfters gesagt hatte, ich sollte nicht auf die heiße Herdplatte hingreifen. Glaubt niemanden, prüft alles selbst, war hier total falsch. Dieses schmerzliche Beispiel, was ich damals als ganz junger Bub mitgemacht hatte, hat mich trotzdem fürs ganze Leben geprägt. Ein zweites Mal hatte ich unabsichtlich nie mehr auf die Herdplatte gegriffen. Jemand, der bei Rot über die Kreuzung geht und von einem Auto niedergeführt wird,
und danach kaum überlebt und trotzdem noch ein zweites Mal über die Kreuzung geht, ist für mich nicht ein Wilhelm Tell, sondern ein Trottel. Der Mensch aber hat nach all den Grausamkeiten, die der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hatte, nichts daraus gelernt und kurz danach noch den Zweiten Weltkrieg angefacht. Das ist für mich mehr als dumm und unentschuldbar, zumal dieselben dafür verantwortlich sind. Als Kain im Zorn die Hausordnung sträflichst missachtete und seinen Bruder mit einer Keule erschlug, war das der erste Mord auf dieser Welt. Doch die Menschheit lernte nichts daraus. In der Folge gingen Gruppen aufeinander los und auch ganze Staaten stellten sich in Reihe und Glied und brachten sich gegenseitig um. Doch die Menschen lernten nichts davon. Es folgte dann der Erste Weltkrieg und die Menschheit lernte abermals nichts daraus. Bald darauf brach schon der Zweite Weltkrieg aus, der mit den hochtechnologischen Waffen, die man mittlerweile schon hatte, noch viel mehr Tote und ebenfalls mehr Leid über die Menschheit brachte. Vor allem für die beiden Weltkriege ist ausschließlich die katholische Kirche verantwortlich. Dafür wurde sie von den damaligen Kriegstreibern ja immer gut entlohnt, was ich schon des Öfteren gesagt habe. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Denn auch heute gibt es noch Militärpfarrer. In Kärnten heißt er Dr. Emanuel Remo Longin. Vor allem der Zweite Weltkrieg brachte Millionen Tote und großes Leid in die Familien aller Seiten. Man lernte daraus wirklich nichts. Täglich hören wir von neuen Kriegsauseinandersetzungen, heute da und morgen dort. Solange die Menschheit den Krieg lernen wird und Armeen innehaben wird, wird es Krieg geben. Auch in Österreich wollte man einen Berufsheer. Warum wohl? Die Elite dieser Welt weiß ganz genau, dass das Volk immer mehr auf ihre Trickbetrügereien dahinter kommt und deshalb haben sie auch immer mehr Angst vor dem Volk. Deshalb wollen sie auch allerorts Berufsarmeen installieren, die sie schützen. Und immer mehr gibt es in Europa Eliteeinheiten. Warum wohl? Ist ja wohl klar. Eine Berufsarmee schießt aufs eigene Volk, was aber ein Bundesheer zum Beispiel nie tun würde. So wie nach dem Ersten Weltkrieg der Zweite gefolgt ist, so wird auch der Dritte Weltkrieg über uns kommen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil die Menschheit aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt hatte. Der Dritte Weltkrieg hat schon einen Namen. Der Dritte Weltkrieg heißt Harmageddon und klopft bereits auf die Türen. Es steht geschrieben, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Die Vereinten Nationen sind die Hoffnung vieler Menschen. Aber wie wir gesehen haben, haben die Vereinten Nationen uns nur ein Vermögen gekostet bis jetzt und haben total versagt. Sie sind leider klinisch tot und haben auch leider keinen einzigen Krieg bisher vermeiden können. Sie werden auch den Dritten Weltkrieg nicht verhindern können. Ihr hier bei den Montagsharmonien habt inzwischen zum Nulltarif mehr bewegt, als die Vereinten Nationen bisher bewegt haben. Unsere Jugend übt schon fleißig mit den brutalen Videospielen, wo auf Menschen geschossen wird, weshalb die Hemmschwelle des Abdrückens dann gleich null ist. Den Kindern sollten nicht nur die brutalen Videospiele weggenommen werden, sondern es sollte solchen Eltern, die solche brutalen Videospiele ihnen kaufen, die Kinder weggenommen werden, damit die Kinder vor dieser Brutalität geschützt werden, die der Teufel selbst gemacht hat. Viel besser wäre es, wenn die Kinder ein Musikinstrument anstatt dem lernen würden. Leider haben die heutigen Eltern durch die Globalisierung viel zu wenig Zeit für die Kinder. In der Tierwelt haben alle Tiere Zeit für den Aufwuchs ihrer Jungen. Und was machen wir? Wir geben unsere Kinder schon mit 6 Monaten in die Krabbelstube. Die EU befiehlt das sogar. Auch das wird bewusst gemacht, damit es keine stabilen Familien mehr gibt. Ohne stabilen Familien gibt es auch keinen stabilen Staat, logischerweise. Und mit solchen Staaten
die auch noch dazu Marionettenpolitiker haben, kann man diese dann viel leichter steuern. Hamagedon wird kommen wie das Amen im Gebet. Deshalb ist es nur gut, wenn wir uns schon jetzt darauf sehr gut vorbereiten. Alle anderen werden ohnmächtig wie die Maus vor der Schlange sein. Und wer zum Schwert greifen wird, wird auch durch das Schwert umkommen. Und wenn du dann in dieser Zeit jemanden an deiner Seite haben wirst, der dich ermuntern wird, auszuharren, dann hast du ein ganz großes Glück gehabt. Ich jedenfalls bin sehr, sehr glücklich, dass ich damals auf die heiße Herdplatte gegriffen habe und daraus auch gelernt habe, dass man etwas Dummes nicht zweimal machen sollte. Herzlichen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, ich grüße euch auch, Klagenfurt, zur 19. Montagsharmonie hier am Alten Platz. Ja, wir haben schon deutliche Worte gehört, zum einen vom Rowan. Danke dafür. Mich bewegt es auch immer wieder, und zwar die Enttäuschung, weil wir müssten viel, viel mehr werden. Wenn man über den Tellerrand hinausschaut, dann ist die Welt nicht so rosig, wie sie vielleicht im kleinen Bereich noch erscheint. Und ich habe ein paar aktuelle Themen mitgebracht, die es ganz genau auch wieder auf den Punkt bringen. Und immer wieder ist ein Wort dabei, und dieses Wort heißt Angst. Jeder wird es in den Medien gehört haben, Schottland hat sich nicht dazu entschließen können, sich von Großbritannien zu lösen. Es war eine hohe Wahlbeteiligung, das ist das Positive, das einzig Positive. Aber man hat auch hier wieder mit der Angst der Menschen gespielt. Wenn sich Schottland löst, dann wird die Wirtschaft in Schottland zusammenbrechen. Dann wird das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Dann wird das Bildungssystem zusammenbrechen und so weiter und so fort. Ich behaupte jetzt einmal frech, das war genau wieder der Plan, um Menschen von einer Veränderung abzuhalten. Viel schlimmer als in Schottland geht es in der Ukraine zu. Der Roman hat das schon ausgeführt. Da sterben Menschen, auch jetzt in dieser Minute, egal ob Pufferzone oder nicht, egal ob Friedensbemühungen oder nicht. Denn man braucht nur schauen. Es ist nicht nur der Krieg auf dem Schlachtfeld. Es ist ein Infokrieg der Medien, die die Menschen aufhetzen gegeneinander. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier in Europa, in Amerika, ja auf der ganzen Welt. Und denen muss man einen Riegel vorschieben, ganz klar. Und das können wir nur, wenn wir einen Schulterschluss für den Frieden machen. Und wenn wir hier 20, 30 Leute stehen in Klagenfurt, dann ist das kein Zeichen für den Frieden, sondern dann glaube ich, dass die Menschen noch immer nicht begriffen haben, was auf der Welt passiert. Wir haben in den letzten Wochen ein wahres Russland-Bashing erlebt, auf die Gefahr hin, dass mich wieder die Leute als Putin-Versteher hinstellen. Ich habe damit kein Problem, denn Wladimir Putin hat eindeutig nicht auf die neuen Sanktionen reagiert. Auch wenn das andere Herrschaften in Medien, und meistens sind es leider die Leitmedien, anders darstellen wollen. Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ich auf eine Provokation nicht mit einer Gegenprovokation antworte. Dabei geht es gar nicht darum, ob Wladimir Putin oder Barack Obama oder David Cameron und wie sie alle heißen, gut oder böse sind. Es geht darum, dass diese Menschen nicht mehr sterben sollten. Dass dieser Krieg ein Ende haben muss. Und dazu können wir etwas beitragen. Und wir hier, wir lachen noch in unseren Wohnzimmern, bei amerikanischen Serien vor dem Fernseher. Bitte schaltet ihn aus. Vielleicht seht ihr dann klarer. Schaut euch nicht solche Sachen an. Informiert euch alternativ. Wir haben heute wieder einen Vertreter von Klagemauer TV da. Es gibt ganz viele tolle Alternativmedien im Internet.
Auch hier ist nicht alles eins zu eins zu glauben. Deswegen hinterfragt alles. Macht es nicht so, wenn einer sagt, das ist rot, dass es für euch auch rot ist. Hinterfragt es einfach. Und dann werdet ihr sehen, mit dem eigenen Bild, das ihr euch macht, kommt auch das Bewusstsein wieder. Diese Abgestumpftheit, die ich erlebe, wenn ich hier von der Montagsharmonie weggehe, die ist unerträglich, auch hier in Österreich. Ein zweiter Punkt, auch der geht von Russland aus in die richtige Richtung. Es ist wieder ein Konvoi unterwegs in die Ukraine. Ich habe noch nicht gehört, dass Amerika Flugzeuge schickt mit Hilfsgütern oder dass Hilfsgüter kommen aus Europa in dieser Form. Es gibt natürlich viele Menschen, die helfen. Das ist gar keine Frage. Es gibt auch aus Österreich Hilfe. Über die Ukraine-Hilfe. Danke jedem Einzelnen dafür. Ja, was wird in Österreich gemacht, wenn man in Richtung Ukraine blickt? Der Herr Faymann hat immerhin mit Herrn Putin telefoniert. Das ist schön. Aber das ist kein Kaffeeklatsch. Es wäre schön, wenn Wien die Drehscheibe für einen Frieden wäre. Für den Beginn eines Friedens, ja. Aber es kann auch Belfast sein oder Rijeka oder von mir aus ein kleines Dorf irgendwo in Afrika. Wir brauchen den Weltfrieden, nichts anderes. Was mich auch sehr berührt hat, das sind die Vorgänge in Syrien. Hier haben wir eine Terroreinheit genannt, IS, Islamischer Staat. Und Medienberichten zufolge soll Sabine aus Wien, 15 Jahre alt, im Dschihad umgekommen sein. Allein in Österreich sind 60 Jugendliche in den Dschihad gegangen. Ja, interessiert das überhaupt niemand? Das sind unsere Kinder. In Deutschland sind es noch wesentlich mehr. Und dann gehe ich zur Tagesordnung über. Das kann ich einfach nicht verstehen. Aber wenn in Österreich Nazisager toleriert werden, dann wundert mich gar nichts mehr. Und das von der hohen Politik. Ich habe letzte Mahnwache gesagt, ich bitte die Politik um nichts mehr, weil sie machen es nicht. Wir müssen es tun. Jeder Einzelne von uns. Ich habe von der Angst gesprochen. Es gibt etwas Neues. Aliens sollen uns bedrohen. Ja, mit was für einem Kinkerlitzchen will man uns denn noch ins Boxhorn jagen? Mit welchen Geschichten will man uns noch verblenden vor der Wahrheit? Ich sehe hier viele Menschen, die es schon verstanden haben. Aber wir sind noch immer zu wenig. Eingangs habe ich gesprochen von der Abspaltung Schottlands von Großbritannien und die Angst, die wahrscheinlich genau die Menge ausgemacht hat, dass Schottland sich nicht abgespaltet hat. Ich bin auch kein Freund von Abspaltungen, das sage ich auch dazu. Denn das, als nächstes sind es die Katalanen, dann werden es wahrscheinlich die Flamen sein, die Nordiren, dort brodelt es auch immer wieder und so weiter und so fort. Wir haben noch die Korsen. Die Südtiroler, unsere Nachbarn, vergessen wir das nicht. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir zusammenrücken und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, denn dann passiert es wieder, dass Konflikte entstehen, dass Menschenleben, sinnlose Tode entstehen, dass Menschenleben geopfert werden. Und das muss nicht so sein. Ja, und da gibt es in Österreich Menschen, die haben nichts Besseres zu tun, als eine Fäkalienfalle zu bauen, um einen Polizisten zu ärgern. Das hätte auch ein Kind sein können.
Wenn ich für sowas Energie aufbringen kann, warum kann ich dann diese Energie nicht dazu benutzen, sich hierhin zu stellen, um für den Frieden aufzustehen? Ich bin heute 45 Jahre alt geworden. Und ich muss sagen, ich bin traurig, in so einer Welt zu leben. Aber es gibt auch schöne Geschichten. Ich grüße St. Pölten in Niederösterreich. Die haben heute die erste Mahnwache. Viel Kraft, viel Liebe aus Klagenfurt. Auch eine Institution feiert heuer Geburtstag. AMS. Kennt jeder. Arbeitsmarktservice. Seit 1994 heißt es nicht mehr Arbeitsamt, sondern Arbeitsmarktservice. Ja, und was soll man dazu sagen bei den Arbeitslosenzahlen, die wir hier in Europa haben und eigentlich auf der ganzen Welt? Wenn man sich das genauer anschaut, was da mit den Menschen passiert, was auch zum Teil sicher mit euch schon passiert ist, was man sich da alles gefallen lassen muss, dann sollte sich das AMS vielleicht einmal überlegen, auch hier einen Schritt in die richtige Richtung zu tun, nämlich einen Schulterschluss mit den Arbeitslosen, mit allen jenen Menschen, die ihre Kraft einsetzen wollen für etwas Sinnvolles. Aber was wird gemacht? Die Menschen werden diskriminiert, wenn sie zu alt sind, zu jung, alleinerziehend, Frau, Mann, homosexuell, etc., etc. Dasselbe erleben wir bei den Banken. Es gibt Menschen in Österreich, die bekommen keinen Kredit, weil sie tatsächlich zu alt sind. Sind alte Menschen nichts wert? Da sieht man das perfide Spiel der Hochfinanz. Aber Konsumkredite für junge Menschen, damit sie sich einen Flachbildfernseher kaufen können, die werden ohne weiteres genehmigt. Na klar, die müssen ja auch funktionieren, wenn sie dann in mein Alter kommen. Ich verstehe schon. Ich habe eine Geschichte gelesen, durch Zufall in der Woche. Und ich kenne diese Dame, die arbeitet mit mir nämlich zweimal in der Woche beim Foodsharing, das ist die Alina Philipp. Und der ist es so ergangen. Die sucht seit einiger Zeit ein kleines Häuschen für sich und ihre zwei Kinder. Sie ist Alleinerzieherin. Und ratet mal, warum sie kein Häuschen hat. Genau, weil sie Alleinerzieherin ist. Und das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Wenn wir in der Region es nicht schaffen, friedlich zu sein, sondern immer gegeneinander zu arbeiten, gegeneinander in Konkurrenz zu stehen, wie sollen wir dann einen globalen Frieden erreichen? Es gibt zu diesem Thema auch einen Termin, und zwar im Europahaus am 25.09. Das nennt sich Arbeitsgemeinschaft Mütter zwischen Emanzipation und prekären Lebensverhältnissen. Mit Frau Gabriele Fischer, Beginn ab 19 Uhr. Für all jene, die vielleicht jemand kennen, den es ähnlich ergangen ist. Und ich glaube, Alina Philipp ist kein Einzelfall. Auch zu der diskriminierten Gruppe der Arbeitslosen noch ein Wort. Da fällt Wirtschaftskammerpräsident Leidl nichts Besseres ein, nach seinem Satz, als er gesagt hat, er ist gegen Russland-Sanktionen. Super toll. Applaus von meiner Seite. Im gleichen Atemzug fordert er aber schärfere Sanktionen gegen die heimischen Arbeitslosen. Was soll das? Ich danke dir, Roman, dass du dich so eingesetzt hast und den Verein Geier bekannt gemacht hast und das Auftriebskraftwerk. Aber der Verein Geier beschäftigt sich auch noch mit etwas ganz anderem, nämlich mit der Lais-Schule. Ein tolles regionales Projekt,
Und ich sage ein paar Sätze dazu. Kann man im Internet ganz leicht finden, www.leisschule.at. Ist in der Supernstraße 69 in Klagenfurt. Ja, und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Natürliches Lernen. Frau Magistra Alexandra Liemann hat das nach Klagenfurt geholt mit ihrem Team. Ich nenne nur zwei Namen, Frau Karin Graf und Frau Angelika Sickel-Gritzner. Die haben diese Schule tatsächlich hierher geholt. Und diese Schule gibt es in Russland schon seit 20 Jahren. In Russland heißt sie Schedinenschule nach dem Erfinder, nach dem Gründer. Und das Tolle an dieser Schule ist, dass die Kinder gefördert werden nach ihren Bedürfnissen. Das Tolle an dieser Schule ist, dass da kein Druck aufgebaut wird, so wie in den konventionellen Schulen, wo oft die Lehrer gar nicht mehr mit dem Stoff nachkommen. Und die Lehrer heißen dort auch nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter. Das ist ein ganz ein tolles Projekt. Und was mich auch sehr fasziniert hat, ich habe mir einige Videos angesehen, da gibt es nicht eine Hierarchie zwischen Schüler und Lehrer, sondern Schüler ist gleich Lehrer. Weil jeder Schüler kann auch dem anderen Schüler etwas beibringen. Und sogar die Lehrer können von den Schülern lernen. Das ist ein ganz ein tolles, einfaches Projekt mit viel Liebe dahinter, mit viel Empathie, mit viel Verständnis für den Einzelnen. Und das ist etwas, was mir gefällt. Nicht die Dinge, die wir in diesem System schon so oft kritisiert haben, heute schon zum 19. Mal hier am Alten Platz. Schaut euch doch diese Schule einfach einmal an. Da sollten eure Kinder euch wert sein. Ein Tagesablauf schaut ungefähr so aus in der Leihschule, ganz kurz. Es gibt Frühstück, Nona. Und dann gibt es einen geballten Lehrplan, der so aussieht, dass ein Fach 3 Stunden lang unterrichtet wird. Aber wenn es den Kindern zu viel wird, gibt es auch Unterbrechungen. Das heißt, es wird nicht stur auf die Kinder eingeredet, ihr müsst jetzt diese 3 Stunden machen, sondern es wird mit den Kindern gearbeitet. Und es wird Rücksicht genommen. Dazwischen gibt es Tanz, dazwischen gibt es Sport, dazwischen gibt es auch Spiel. Bis zum Mittagessen. Danach folgt die freie Lehrzeit. Und abgeschlossen nach dem Abendessen wird mit der Reflexion. Das heißt, das ist ein ganz ein tolles System, in dem sich die Kinder wohlfühlen können und dürfen. Das ist ganz wichtig. Das Teamwork hat mir sehr gut gefallen an diesem Konzept der Laisschule. Ich sage es gerne noch einmal. www.laisschule.at. Eine Top-Alternative zum derzeitigen Bildungssystem. Abschließend habe ich noch ein paar Termine. Du kannst gern raufkommen, Robert, wenn du noch ergänzen möchtest. Ich glaube, du hast ja jemanden dort. Ja, nämlich meinen kleinen Stefan, der ist jetzt 3 Jahre alt und der geht seit 2 Wochen dorthin. Und ich kann euch sagen, absolut top. Da lernen eben die Kinder von Kindern, es ist nicht so straff, wie du gemeint hast, sondern wenn die Kinder mitmachen wollen, dann können sie mitmachen. Und wenn sie es nicht wollen, dann machen sie was anderes. Und es ist nicht so, dass die Lehrer vorne stehen und irgendwas runterpredigen, sondern sie bringen etwas ein und dann machen die Kinder selbstständig weiter. Und das fördert ihren Spaß und ihren Geist. Das ist wunderbar. Aber ich wollte jetzt deswegen eigentlich zu dir raufkommen, weil wir eigentlich gesagt haben, seit 3 Wochen, dass wir eigentlich mal ins Zwiegespräch gehen. Hast du dafür Zeit? Natürlich, immer. Okay, dann würde ich dich ganz gerne mal fragen, weißt du, dass unser heutiges Geldsystem einen gravierenden Fehler hat? Ja, es besteht. Das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Ja, und mit was?
Ja, mit was? Mit Geld, das nicht existiert. Zum Beispiel. Ja, dass zum Beispiel Geld nicht mit Gold unterlegt ist. Das ist ein Irrtum. Geld ist auch nicht mit Öl unterlegt. Es ist nur mit unserer eigenen Arbeitskraft unterlegt. Geld, so wie der Euro heute ist, ist mit einem C-Zeichen versehen, sprich Copyright. Was hat das auf unseren eigenen angeblich staatlichen Geld verloren? Ja, das ist von einer Firma, EZB. Eine Firma. Und die knallt ihr Copyright-Zeichen drauf. Die drucken das Geld im Cent-Bereich und verkaufen es und vermieten es uns als Staat. Und damit gehen wir Banken retten, wo wir dann wieder Zins zahlen. Also es ist absolut obsolet, das Geld. Das Geldsystem gehört wieder direkt ins Volk. So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Hast du ungefähr Ahnung, wie viel Plastik im Meer herumschwimmt? Ich kann es nicht auf dem Gramm genau sagen, aber ich habe mal gehört, 80 Millionen Tonnen, das dann so ganz langsam hinuntersinkt und das natürlich die kleinsten Kleinlebewesen, nehme ich einmal an, verzehren. Dann kommen die kleinen Fische, dann die großen Fische und irgendwann kommt es zu Menschen. Wir haben es ja schon im Essen drinnen. Und ja, ich sage ja, also man könnte eine Liste erstellen, die unendlich lang ist und den Menschen interessiert es offensichtlich nicht. Wenn ich hier wieder sehe, du hast es heute schon richtig gesagt, bekannte Gesichter, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer wieder, aber wir sind viel zu wenig. Ja, um jetzt beim Plastik zu bleiben, im Meer schwimmt eine ganze Insel, so groß wie Frankreich. Und das ist nur der Anfang. Wir haben im Trinkwasser Plastik, wir haben in der Donau Plastik und jede Quelle, die vom Berg runterkommt, die wird verboten von unserem Staat. Ja? Da setzen sich die Gemeinden ein, dass sie ja nicht ins, oder die Besitzer, die eine Quelle haben, müssen dafür zahlen, um in das Kanalsystem einzuleiten. Ich meine, das ist absurd. Das ist einfach nur mehr absurd. Gut, über was könnte man noch reden? Ja, über was könnte man noch reden? Natürlich über die Kriegsschauplätze. Das ist etwas, was mich sehr viel Kraft kostet, viel Emotion. Und es passiert natürlich auch, dass ich wütend wäre, so wie du vorhin. Und mir kommen auch manchmal die Tränen, ich sag's ehrlich. Weil ich schaue mir die Bilder an im Internet. Ich drücke nicht weg, weil das sollten die Menschen auch tun. Sie sollten nicht wegklicken, wegschauen, wegdrücken, sich wegdrehen. Wir haben Krieg in der Nachbarschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Und nicht nur unser Leben ist gefährdet, sondern das des ganzen Planeten. Weil wenn irgendjemand durchdreht, von den sogenannten Eliten, dann möchte ich nicht dabei sein. Ja, und jetzt hätte ich aber eine Frage, welche Bilder meinst du? Ich sehe im Prinzip nur saubere Soldaten, die irgendein Gewehr in der Hand haben und ein schönes Titelbild ergeben. Von welchen Bildern sprichst du da? Na, es gibt schon sehr deutliche Bilder, egal ob es aus der Ukraine sind oder aus Syrien, aus dem Irak, aus Israel, aus Palästina, wo man immer wieder Menschen sieht, die verstümmelt sind. Ich weiß natürlich auch, dass es mit der heutigen Technik möglich ist, solche Bilder zu faken. Aber wenn man ein bisschen in sein Herz hineinschaut, dann kann man den Unterschied erkennen. Und wenn dort reihenweise Menschen zerfetzt werden in Echtzeit und sich die Leute dann daheim lieber einen amerikanischen Actionfilm anschauen, dann kann ich das einfach nicht begreifen. Okay, und wir haben vorher gehört, dass wir schärfere Gesetze brauchen, wie zum Beispiel die Kinder den Eltern wegnehmen, weil sie nicht darum kümmern. Oder Glücksspiele verbieten. Das heißt, wir brauchen noch schärfere Gesetze, noch mehr Gesetze und das Ganze noch mehr kontrollieren und noch mehr kontrollieren. Was hältst du davon? Ich halte davon gar nichts, denn wir sehen, was die Gesetze bringen. Sie bringen Unterdrückung, sie bringen Leid, sie bringen Sklaventum.
Sie trennen die Menschen. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel die Steuern hernehme, ich habe es, glaube ich, von Franz Hörmann das erste Mal gehört, wozu sind Steuern da? Um uns zu steuern. Aber nicht in die richtige Richtung, sondern in die Richtung, in die uns die sogenannten Eliten haben wollen. Und das ist eindeutig für mich der falsche Weg. Das ist der Weg zum Krieg und weg vom Frieden. Ja, Politiker bilden sich nämlich ein, dass sie irgendwas in der Macht hätten. Es ist eben nicht so. Ja, über was könnte man noch reden? Da hätten wir einiges zum Reden. Pharmazie. Ja, und ganz, ganz wichtig, ein Punkt. Ja, wir brauchen keine Gesetze, wir brauchen ein einziges Gesetz. Nichts nehmen. Und eines, was ich noch ansprechen möchte, Mensch und Person. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Person? Na, ich bin Mensch, aber diejenigen, die heute nicht auf der Montagsmahnwache sind, sind vermutlich Personen. Denn sie sind vermutlich, das ist meine objektive Meinung, oder subjektive Meinung muss ich sagen, die sind offenbar so verkrustet mit diesem System, haben auch Angst natürlich, das verstehe ich. Löst euch von diesem System. Versucht es, bringt Freunde mit. Ihr müsst nicht alleine herkommen. Ihr braucht keine Angst haben. Die Angst ist etwas, mit dem gespielt wird. Von der Politik, von der Hochfinanz, von den Medien, von der Wirtschaft oder von den großen Wirtschaftstreibenden, von den Konzernen. Ihr braucht keine Angst haben. Bitte kommt daher zur Montagsharmonie. Ganz egal, wo ihr seid, in Wien, Salzburg, Imst, Innsbruck, Villach, Klagenfurt, Jenersdorf, St. Pölten oder Dornbirn. Graz und Linz habe ich noch vergessen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zum Menschen Person gehen, da möchte ich euch nur ein paar Eckpfeiler mitgeben. Eine Urkunde, eine Sozialversicherungsnummer, ein Ausweis, jeglicher Ausweis, Führerschein und so weiter. Das ist der Besitz und das Eigentum des Staates. Das setze ich dir. Und wenn ich morgen mich entscheide, Matthias zu heißen, dann bin ich Matthias. Und Punkt. Da brauche ich keine Urkunde, kein Ausweis, kein gar nichts. Robert, ich danke dir. Ich danke dir auch recht herzlich. Die Ingrid wartet schon. Ich glaube, da kommt wieder was über die Tiere. Natürlich, die Tiere, die Umwelt dürfen wir nicht vergessen. Ich wollte euch zum Abschluss noch einen herzlichen Gruß von Julia Petschnik ausrichten vom Verein Together, die auch das Foodsharing in Klagenfurt betreibt. Das Come Together Fest in Auen, in Schiefling am See, wird um eine Woche verlängert. Wer Lust und Liebe hat, kann gerne kommen. Das ist Open End, also das geht von der Früh bis am Abend durch. Also das wird eine Woche verlängert. Der Kosnix-Laden in der Spitalgasse 2 soll auch in Kürze eröffnen werden wieder. Da kann man eben Dinge hinbringen, die man zu Hause nicht mehr braucht und sie tauschen oder einfach hingeben und sie verschenken. Man kann sich aber natürlich auch was mitnehmen, ohne etwas zu bringen. Und das finde ich eine großartige Idee, denn wenn etwas vom Herzen kommt, dann ist es das Wesentliche. Und nicht, was ich als Gegenleistung dafür bekomme. Ja, und eines habe ich noch. 3. und 4. November. Ah, bitte, Entschuldigung, ja. 3. und 4. November, dass ich es richtig sage. Das Volkshaus wird neu eröffnet in Klagenfurt. Eine Begegnungszone für Kultur, Kulturschaffende und Kulturliebende mit Musik und Literatur. 3. und 4. November, Volkshaus beim Bahnhof, Lutzki Dom. Ihr seid auch hier recht herzlich eingeladen. Und da sind einige Alternativen vielleicht dabei. Der eine oder andere, der Interesse hat, kann gern zu mir kommen. Ich schreibe es ihm auch auf. Ich danke euch, dass ihr wieder da wart. Und wir stehen weiter hier für den Frieden. Jeden Montag 18 Uhr.
Ja, es ist vorher gesprochen worden darüber, dass man vielleicht noch mehr Gesetze müsste haben oder so. Also der beste Staat, es hat einen Leopold Kohr gegeben, das war ein Politikwissenschaftler und ein großer Sohn Salzburgs. Und der hat gesagt, der beste Staat ist der, der sich am wenigsten einmischt. Und wenn wir immer jetzt von Krieg und von dem wir ja fürchten, den wir nicht haben wollen, immer sprechen, da muss ich sagen, es hat alles auch einen geistigen Hintergrund. Und es gibt das Gesetz, was du siehst, das wirst du ernten. Und ich glaube, dass wir viel, die Menschen viel dazu beitragen, ganz unbewusst, dass wieder Kriege entstehen. Und das ist der Umgang mit den Schwachen, ob das Kinder, Tiere sind oder kranke Menschen, was auch immer. Auf jeden Fall, das schafft die Kriege, diese Brutalität unter den Menschen schafft die Kriege. Und da habe ich jetzt, da möchte ich jetzt beispielsweise, müsste die Jäger ein bisschen angehen auch, die Jäger. Und zwar kann ich jetzt etwas erzählen, das sicher jeden erschüttern wird. Das haben wir erlebt. Ich bin auch im Börscherhof und ein Nachbar, junger Pensionist, der Jungpensionist, der fährt immer herum mit seinem Moped und sucht sich so einsame Plätze auf. Und da hat er entdeckt in einem Waldstück einen Fuchs in einer Falle, in einer Lebendfalle gefangen und ohne Wasser, ohne Futter. Und das hat er mir erzählt und ich habe das die Tierheimleiterin erzählt, der Frau Leposchitz vom Tierheimgarten Ehlen, die sich sowieso so viel einsetzt für die Tiere. Und wir sind da hinausgefahren, der hat uns gezeigt, wo das ist. Wir haben den Fuchs so vorgefunden, wie er das geschildert hat. Und es war auch kein Wasser dort wieder und es war nächsten Tag am Abend. Es war kein Futter dort, nur es war, also dann letztendlich ist er erschlagen worden von den Jägern. Es war draußen, ist das Wasser vorbeigeronnen und daneben waren ein Fasanengehege. Also der ist verhungert und verdurstet, aber der ist 1000 Tote gestorben. Wir haben dann dort, wir wollten das alles in Ordnung machen und haben dann, die Frau Leposchitz hat dann die Polizei angerufen. Wir wollten, dass die Polizei kommt, diesen Käfig öffnet, dass wir den Fuchs herausnehmen können und zum Tierarzt gehen. Aber bevor dann die Polizei gekommen ist, wir waren dieser Mann, der das entdeckt hat, und ich, wir sind drinnen beim Käfig stehen geblieben. Und die Frau Leposchitz hat sich an die Landesstraße da hinausgestellt, damit, wenn die Polizei kommt, dass sie sehen, wo das ist. Nur sie hat dann herein angerufen, jetzt fahren die Jäger im Schritttempo vorbei, zwei Jäger. Also hat die Polizei schon die Jäger verständigt. Und die haben sich dann irgendwo hineingeschlichen im Wald. Die Frau Leposchitz ist dann, es ist mittlerweile dunkel geworden, die Frau Leposchitz hat dann gespürt, dass da hinten sie etwas gehört, knacksen und so weiter. Also da haben sich die Jäger schon in Stellung bezogen. Und ein Hund hat sie gemerkt. Sie hat gemerkt, dass es auch ein Hund da war. Und dann sind die Polizisten gekommen. Zwei Polizisten von Bischeldorf, ich sage das gerne, weil ich habe das immer schon wieder erzählt, den Menschen, bei der Gelegenheit. Und dann sind auch die Jäger erschienen. Was wir da tun? Dann haben wir gesagt, wegen Fuchs sind wir da. Warum wir das wissen? Dann sag ich, weil das jemand entdeckt hat und der hat es uns erzählt und deshalb sind wir da und wir wollen dem Fuchs helfen. Ja, der Fuchs, der hat die Tollwut. Da dürfen wir nicht hin. Dann hat die Frau Leposchitz die Frau Dr. Zuzi Krebitz angerufen, die war damals noch die Tierschutzpräsidentin von Kärnten. Und ich habe gesagt, das ist kein Tollwutgebiet. Das stimmt sicher nicht, der Fuchs hat kein Tollwut. Ja, dann hat er die Reude gehabt. Dann hat man gesagt, aber er hat die Reude. Nur er hat ein schönes Fell gehabt, ein glattes, also er hat auch keine Reude gehabt. Der war am Hungern und am Verdursten. Und wir durften dann nicht mit zum Hund hin, zum Fuchs hin. Und haben uns angedroht, uns zu verhaften, wenn wir mitgehen. Und so sind wir dann zurückgeblieben. Wir hätten aber schon eigentlich mit diesen Polizisten rangeln, weil dann wären wir wenigstens in der Zeitung gestanden. Und nach einer Viertelstunde sind sie zurückgekommen. Wir haben keinen Schuss gehört. Und sie haben gesagt, der Fuchs ist tot. Jetzt können wir hingehen. Davor, die haben schon Taschenlampen gehabt dort, weil es war schon finster, war schon 9:30 nachts. Hat sie über so viele Stunden hingezogen und... Und wie wir dann hinkommen sind, haben wir gesehen dann, also dass das Gras, das so hoch war vorher, ganz also zertreten war.
Und ich habe das Schwarzbuch der Jagd. Und da steht drinnen, dass die Jäger eben können so einen Fuchs in die Falle locken, in eine Lebendfalle. Dann können sie ihn in einen Sack hineintun. Nur der Fuchs hat sich nicht mehr erheben können. Weil wir wollten ihn ja herausholen und haben die Falle aufgemacht. Und der konnte sich nicht mehr erheben. Und der Jagdhund wird ihn sicher herausgeholt haben. Das kann nicht anders sein. Und dann dürfen diese Jäger den Fuchs so lange an einen Baum schlagen oder einen Boden schlagen, bis er tot ist. Damit das Fell kein Schussloch hat. Und und dann sind sie gekommen und wir dürfen da hingehen. Und der Fuchs war eben tot, das haben sie uns schon mitgeteilt. Und ich habe dann gesagt, dann seid ihr ja Verbrecher. Und den Polizisten habe ich gesagt, und wir haben euch zur Hilfe geholt. Und sie haben jetzt die beiden Verbrecher unterstützt. Wir haben diesen Aufsichtsjäger, es waren zwei Jäger und Aufsichtsjäger von Bischl auf Magdalensberg da oben. Fällt mir jetzt nicht einmal der Name ein, sonst würde ich ihn nennen, gerne sogar. Auf jeden Fall, den haben wir geklagt, aber es ist ihm nichts passiert. Weil halt auch, was weiß ich, Richter und Juristen eben auch auf die Jagd gehen. Da haben sie dann sehr, sehr viel Verständnis. Und wenn solche Grausamkeiten passieren, und das passiert immer wieder, und es hat den Deutschen, der erste deutsche Bundespräsident, Theodor Heuss, hat gesagt, die Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit. Und da hat er ganz richtig gehabt. Und auf jeden Fall, wenn solche Grausamkeiten passieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir wieder einen Krieg kriegen, dass wir müssen, ich habe das schon erwähnt, eine Kollektivschuld einmal abtragen. Wir können nur umdenken, dagegen ankämpfen. Alles, was sich nicht wehren kann, das sind eben die Tiere, das sind die Kinder, für die müssen wir uns einsetzen. Die Erwachsenen sollen denken, was sie tun. Und wenn auch ein Mann seine Frau schlägt, dass sie muss ins Frauenhaus flüchten, dann ist das nicht viel anders, als wenn Kain seinen Bruder Abel schlägt. Und das, ja, ich könnte noch viel sagen, ich könnte noch über die Schulmedizin, weil das hängt ja auch mit Tierschutz zusammen, weil ja dort die Wissenschaft der Schulmedizin sind ja die Tierversuche. Beispielsweise, da wäre ein gutes Beispiel von einem Cholekmiekranken Kind. Und solche Dinge könnte ich den ganzen Tag erzählen, nur es macht mich selbst fertig. Also über Therapietod. Der ärztliche Leiter einer Krebs-Selbsthilfegruppe zu den Teilnehmern. Wenn ihr das ist ein Autor, Konz ist ein Autor, wenn man sich nach seinen Richtlinien hält, dann kann man jede Krankheit überwinden. Und da gibt es viele, viele Heilungsberichte auch von Ärzten. Und da hat ihm ein Arzt in der Krebs-Selbsthilfegruppe gesagt, zu den Teilnehmern, wenn ihr den Kunst zu einem Vortrag haben wollt, habt ihr mich das letzte Mal hier gesehen. Also für Selbsthilfegruppen bilden sich deshalb, weil ja die Ärzte den Menschen nicht helfen können. Das kann nicht kein Arzt irgendjemand helfen. Und dann gehen die wieder in die Selbsthilfegruppen hinein und führen dort wieder das Wort. Was wir in der Vergangenheit so oft missachtet haben, wir therapieren maximal und der Patient stirbt mit einer Perücke auf der Glatze. Das darf nicht sein. Das ist unwürdig. So brachte Professor Franz Borzelt Tumorzentrum, Ulm ist eh schon schlecht, die bedrückende Realität auf den Punkt. In der Medical Tribune ist das gestanden im 1996. Dann Knochenmarkverpflanzung konnte 16-Jährigen nicht retten. Er starb an den Abwehrreaktionen des Körpers. Ausschlag, Herzattacke, Fieber, Lungenentzündung. Dann, wir haben nicht gehört, alles von der Karin Brandauer, vom Klaus-Maria Brandauer, die Frau, kämpft bis zum Schluss gegen die heimtückische Krankheit Brustkrebs. 2,5 Jahre lang. Operation, Chemotherapie, Hoffnung. Neue Operation und so weiter bis zum Ende. Das sind die Saboteure gegen die Gesundheit. Und dieser Buchautor, das kann es nur jedem empfehlen, das ist der große Gesundheitskonz. Das ist ein 1500 Seiten dickes Buch, aber das erklärt auch, was die Schulmedizin bedeutet. Und wie man sich selbst hält. Das kann man nur selbst. Und dann muss ich weiterschauen.
Ja, er hat 500 Bezeichnungen für die Ärzte. 50 habe ich mir mal herausgeschrieben, aber die beste Bezeichnung, also die mir am besten gefällt, das sind die Ilganoven. Dann geht es um ein Kind, Mutti, ich will nicht sterben. Ärztin knallt uns die Wahrheit entgegen, akute lymphatische Leukämie. Dann beruhigt sie, Heilungschancen liegen bei 70-80%. 17. Mai, erste Chemotherapie, 4. November, wieder in die Klinik. Freundin, 10 Jahre von nebenan, verstorben. Das erste Mal die Frage, Mami, muss ich auch sterben? Ich habe keine Antwort. 6. November, schönster Tag, Chefarzt sagt, Werte sind gut. Daniela hat es geschafft. Ich umarme mein Kind, wir weinen beide. Dani darf nach Hause. 1. Dezember, ganze Hoffnung vernichtet. Die Ärztin sagt, nach weiterer Blutuntersuchung, die Leukämie-Mutterzelle war nicht zerstört worden. Sie hat sich über Nacht explosionsartig vermehrt. Wir können nicht mehr helfen. Als ob das mein Vermerk dabei ist, das ist mein eigener, als ob das jemals gewesen wäre. In spätestens 3 Monaten ist sie tot. Eine Welt bricht zusammen. 9. Januar, ich höre, dass mein Kind innerlich verblutet. Die Ärztin spürt meine Verzweiflung. Sagen Sie Ihrer Tochter, wie es um sie steht? Unsere Tochter, vor 9 Monaten noch, also 15. Jänner 1625, unsere Tochter vor 9 Monaten, noch ein gesundes und fröhliches Kind, schläft für immer ein. Und wer als Intellektueller, das ist wieder vom Konzern erwähnt, wer als Intellektueller zu stolz ist für die klassische Naturheilkunde, zahlt dafür mit seinem Leben. Ein Kölner Arzt erschoss sich mit Jagdgewehr wegen Krebs. Er wählte ein schnelles und schmerzfreies Ende. Dann noch einmal etwas weit, Tote nach Bluttransfusion, mysteriöse Vorfälle an der Düsseldorfer Universitätsklinik, Firma stoppt Blutproduktion. Ja, was soll das heißen? Die Firma stoppt die Blutproduktion. Ja, und so könnte ich es weiter stundenlang, aber es reicht mir schon, ich reg mich selbst auf dabei. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend und möchte euch einmal unser System vorstellen, und zwar das System für Behinderte. Für behinderte Leute, die nach jeder Wahl 50% der Mittel gestrichen kriegen beim Bundessozialamt. Und das heißt der Österreicher anscheinend gut, weil sonst würde er diese Regierung nicht wählen. Ich selbst bin Behinderter. Ich hatte einen Unfall bei der Lawinenverbauung, da habe ich eine Salbe und einen Buckel bekommen und bin dadurch Behinderter geworden. Ich habe 570 Euro Rente, habe aber mein ganzes Leben lang gearbeitet. Das wollte ich nur sagen. Ich muss heute zur Tafel gehen, Sachen holen und bei Together auch Sachen holen, damit ich überleben kann. Und so geht es nicht nur mir alleine, sondern so geht es auch tausenden Behinderten. Aber über diese schreibt kein Medium, auch nicht der ORF. Da sagt niemand was. Und die Regierung heißt das gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, und vielleicht noch nur kurz was dazu ergänzend. Ja? Wenn wir nicht über diese Menschen sprechen, dann sollten wir auch über die Menschen sprechen, die... Wir haben pro Jahr Verkehrstote 50
Menschen. Wisst ihr, wie viele Suizidopfer es gibt pro Jahr? 1500. Na, weltweit weiß ich jetzt nicht, also die Zahlen in Österreich. Österreichweit, ja. Das ist Wahnsinn. Wir machen um Verkehrsopfer uns mehr Sorgen als um Systemgeschädigte. Und angeblich diese Systemverlierer sind keine. Das System ist der Fehler. Punkt. Guten Abend, grüß euch. Ich muss mich beeilen, weil ich muss aufs Klo. Okay. Also ich bin ein Musiker und ich bin kein Politiker, ich kenne mich nicht so aus. Aber zu den vielen Milliarden, die da verschwunden sind und fünf haben sie nachweisen können, bei 21, wenn das stimmt, da wären 16, wo sie nicht wissen, wo das hingeht. Mir ist jetzt nur eins aufgefallen, als Laie. Wenn mir ein Euro fehlen würde auf mein Konto, ja, dann steht das ganz genau drinnen, wo der hingegangen ist. Es ist unmöglich, dass dort ein Euro verschwindet, ohne dass da eine Buchung ist. Und die sagen, die finden kann nicht, die wissen nicht, wo die 16 Milliarden hin sind. Denn in YouTube bin ich auch fleißig unterwegs. Es gibt sehr viele unterirdische Städte. Und manche fragen sich, wozu die gebaut werden. Unglaublich viele, Tausende, weltweit. Und dann frage ich mich, ob das Geld dorthin geht, wo die Politiker sich einkaufen, wenn sie einmal die Welt zerstören, dass sie dort unten überleben können. Das sind nur meine Gedanken als einfacher Musiker. Ich bin aber auch ein Hobby-Theologe. Und was die Kriege anbelangt, mein Großvater hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, 1907 geboren. Ein paar Sätze von ihm, die sind mir ins Kopf eingegangen, die gehen nicht raus. Einer war, nach jedem Krieg hat sich die Menschheit veredelt. Also die Menschen waren zueinander eigentlich dann gebessert im Verhältnis miteinander. Ist interessant, warum das ist, aber er hat das festgestellt. Dann hat er war Kommunist, ist egal eigentlich, was für Partei, aber er hat immer für Frieden geredet. Und bei der Franzschuher Werkskapelle, dann war er ein bisschen rauschig, hat er alle umarmt, wir sind alle Brüder und so weiter und nie wieder Krieg. Zugleich ist mir aufgefallen, was mir komisch vorkommen ist, kaum war der Krieg aus, waren verheiratet und was haben die Männer als erstes gemacht? Sie haben sich wieder einen Freund versucht zu suchen. Hat er mich mitgenommen auf den Berg auf. Oh, da ist die Zinse dort oben. Der ist gut benannt und so weiter. Ja. Ich habe gedacht, interessant. Ja, nie wieder Krieg, aber gleich sofort wieder die gleichen Dummheiten und nicht wissen, warum ein Krieg ist. Jetzt will ich etwas Interessantes sagen. Können Sie mich verstehen? Ich bin ein Laufenthaler. Ich habe eine schlechte Aussprache vom Trompetenspielen. Ist das deutlich genug? Passt. Gut. Folgendes. Ich habe also vor 30 Jahren bin ich bei verschiedenen Kirchen drinnen gewesen, weil ich mich für das Jenseits interessiert habe. Ich war der Zeuge Jehovas, habe ich ein Material gekriegt zum Lesen. Bei den Sieben-Tags-Adventisten und so weiter. Und bei den Mormonen war ich einmal dort. Bin ich eigentlich öfters. Das war, da war ich in Deutschland oben. Die haben so eine größere Versammlung gehabt, dann geht jemand auf und holt ein altes Formular heraus und liest eine Prophezeiung vor, die vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurde von einem der Mormonen-Missionare, so hat er das behauptet. Und dort drin, da kann ich mich noch erinnern, hat er gesagt, oder Deutschland, weil du das und das tust, dich so und so verhältst, wird das und das über dich kommen und in vier Teile sollst du geteilt werden. Das heißt, der Zweite Weltkrieg ist vorausprophezeit worden als Strafgericht über Deutschland und auch andere Länder, die Attention abgekriegt haben. Wenn also das stimmt, und ich werde es versuchen, das brauchen wir heute nicht aufzeichnen, oder, weil das sind nur Überschriften, was ich da bringe. Ich werde versuchen, von den Mormonen das zu kriegen, dieses Formular mit dieser Prophezeiung, da könnte man unglaubliche Schlüsse daraus ziehen.
Nämlich das, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Ich habe gedacht, das schlage ich wieder mal die Bibel auf, das Alte Testament. Und habe von mir das, wie der Moses mit seinen Leuten eingezogen ist und ein Volk vertrieben hat. Eigentlich ausgerottet, ja. Und dann ist dem Moses gesagt worden, du sollst das, dies und jenes nicht tun. Weil wegen dem, was das Volk, was ihr jetzt da vernichtet habt, habe ich sie vernichten lassen von euch. Sonst kommt das Gleiche über euch. Und jetzt folgendes. Die Schlüsse daraus, die ich ziehe, sind die, dass die ganzen Politiker und wir die Rechnung ohne den Wirt machen, wenn wir Frieden wollen. Wenn wir nicht darauf achten, gewisse Regeln, die in den 10 Geboten stehen, zu halten. Und da kommen wir jetzt auf die Sexualität. Ich glaube, dass ich derjenige bin, der diesen Begriff prägt, lebst du eine saubere Sexualität? Den gibt es gar nicht. Sexualität ist sozusagen frei und möglichst noch mehr zu steigern. Und in die absurdesten Ideen hineinzugehen, wie es manche versuchen, ist menschlich, verstehe ich. Aber ich sehe das in der Vergangenheit und in die Prophezeiungen von der Bibel und so weiter, dass das kein Punkt ist, der auf die Seite geschoben werden soll. Es scheint doch so zu sein, wenn es einen Gott gibt, dass ihm das nicht egal ist, welche Sexualität sie leben, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Und er redet anscheinend mit, ob wir Frieden oder Krieg haben. Noch etwas, was die Bibel glaubwürdig macht. Ich habe immer an Gott leicht zu zweifeln begonnen, wegen dieser Zeitangaben mit Versteinerungen, dass das alles Milliarden Jahre zurückliegt und so weiter und so fort. Jetzt will ich euch etwas erzählen. Im YouTube wieder habe ich gesehen, dass die Überschrift Evolution ist ein Blödsinn. Man hat einen versteinerten Menschenfuß gefunden, von Knie aufwärts, mit einem Schuh daran. Aufgrund dieses Schuhs, das will ich euch nächstes Mal mitbringen, das drucke ich mal aus, das Foto, konnte man feststellen, wie alt dieser Schuh ist. Er ist 50 Jahre alt und man wusste, wo der erzeugt worden ist. Der war nicht versteinert. Das heißt also, dass dieser Fuß innerhalb von 50 Jahren versteinert ist. Und dann frage ich mich als Laie, wenn der wirklich ganze 50 Jahre gebraucht hätte, um zu versteinern, dieser menschliche Fuß, dann wäre der schon längst wirklich angenagt gewesen und angeknabbert von Insekten und Tieren und so weiter. Es wären nur mehr die Knochen da. Darum ist wieder ein Gedanke von mir, dass vielleicht die Versteinerung auf Gottes Befehl stattfindet, wenn er neue Gebirge macht. Und wenn zum Beispiel eine Fußspur, die im Schlamm ist, von Dinosauriern, dass die vielleicht das überlebt haben und der ganze Kontinent niedersinkt, ja, Millionen am Meeresgrund ist, dann wieder aufkommt. In Japan drüben, wie diese Flutwelle war, was der Atomreaktor da zerstört hat, glauben Sie, wenn am Tag vorher jemand am Strand entlang geht und seine Fußabdrücke drinnen sind, dass bei der Flutwelle, wenn die vorbei ist, kannst du wieder die Fußspur sehen am Boden, ja. Aber das ist gar nichts im Vergleich, wenn der Kontinent komplett versinkt, was da für Strömungen vom Meer, was da für Aufwirbelungen sind. Und darum freut es mich, weil ich habe nichts dagegen, wenn es einen Gott gibt, dass die Wissenschaft mit ihrem Blödsinn also doch daneben liegt. Die Versteinerungen können ganz schnell gehen. Ja, also wie gesagt, das sind Überschriften. Nächstes Mal bringe ich, wie das alles fundieren, was ich da gesagt habe. Danke. Jetzt, was gerade so interessant wird, müssen wir aufhören, sagst du. Aber wir haben ja heute schon ein Zwiegespräch gehabt. Ich möchte es verbinden einfach und die fragen, ist es nicht toll, dass am 6. Dezember in Wien die erste globale Mahnwache stattfindet? Gewaltig und ich lade alle ein, wir müssen unbedingt dabei sein. Super! Liebe Grüße auch an den Marian, der ist jetzt in Wien, der wird Kärnten vertreten. Es wäre super, wenn wir eine Delegation zusammenkriegen, dass wir dorthin fahren. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne. Unbedingt, unbedingt. Dass wir wirklich zeigen, die Kärntner sind der Vorreiter, wir sind mit Tirol zusammen
das einzige Bundesland, die zwei Mannwachen haben. Das soll jetzt keine Wertigkeit sein den anderen Bundesländern gegenüber. Ich würde mich über jede Mannwache freuen und wenn dort 5 Leute stehen, so wie es in Jennersdorf ist, im Burgenland. Hannes Werkel, ein Klagenfurt, auch dir. Liebe Grüße, viel Kraft aus Klagenfurt. Ihr macht es auch super. Ihr seid 10, 12 Leute, aber ihr macht es immer wieder super. Super. Danke, ja. Super. Geht's jetzt noch? Ja. Genau, so sind wir jetzt am Ende angelangt. Danke für alle, was geredet haben. Es waren super Beiträge. Danke für alle, was sich getraut haben, da vorne herstehen. Danke für alle, was da waren. Es ist einfach super, dass ihr so lange aushaltet. Und das ist das, was es jetzt braucht in der Zeit, dass wir einfach die Dinge hören, selber nachforschen. Wie schaut es wirklich aus? Und einfach ganz egal, wer was redet, ob wer jetzt über Religion redet oder politisch oder was. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind also unreligiös oder hat einfach Religion ist egal, Politik ist egal. Hauptsächlich stehen wir da und reden das, was uns am Herzen ist, das, was einfach für den Frieden steht. Und zum letzten Redner will ich einfach noch was dazu sagen. Also ich sage, wenn der Gott auf unserer Seite ist, dann nur, wenn wir wirklich Menschen sind, die was für jeden offen sind, der was Gerechtigkeit im Herzen hat, für jeden offen sind, der was ein Herz hat für das, was wir machen und uns einfach nicht aufspalten in verschiedene Richtungen und zusammenhalten bis zum Schluss und dann, wenn wir draufkommen, werden wir ehemals gleich im Herzen gehabt, wir sind einfach eins und das wird bleiben und das wünsche ich mir für uns alle. Ich wünsche Ihnen alle eine schöne Woche und wir treffen uns jetzt beim Augustin. Super, danke.